Und wir setzen fort mit der Hydrostatik und jetzt eigentlich Aerostatik. Wir sprechen über den Schweredruck. In Gasen. Nicht ohne Bedeutung, weil wir befinden uns in einem Gas, unser Lebenselixier. Ohne dass wir hier nicht existieren könnten. Und das geht doch relativ hoch hinauf. Und wenn man aufsteigt, wird der Druck immer weniger und das Gas immer dünner und irgendwie geht es dann nicht mehr ohne Hilfsmittel. Also dieses Verhalten von Gasen unter dem Einfluss der Schwerkraft, das wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Gestern hatten wir uns die Sache für Flüssigkeiten angeschaut. Auch nicht ohne Bedeutung, aber nicht so wichtig, weil es gibt zwar etliche Tiefseetaucher, aber nicht jeder ist ein Tiefseetaucher, aber jeder ist ein Tiefatmosphärentaucher, weil wir sind also da hier tief in der Atmosphäre und leben von dem Atmosphärendruck, bei dem wir da heute existieren. Übrigens, Gase, das kommt einem immer so fluffy und eh gar nichts vor. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel Masse so unter Normalbedingungen, etwa ein Bar, wie wir da heute immer leben, nicht? Wie viel Masse in einem Kubikmeter Luft drinnen ist? Haben Sie irgendeine Vorstellung? Also die, die es schon wissen, sollen es nicht sagen, weil die sagen was nach, was schon wissen. Aber wenn Sie sich so überlegen, nicht? Denken Sie sich da so einen Kubikmeter unter den Bedingungen, den heben wir da jetzt raus, geben ihn ins Vakuum, stellen ihn auf eine Waage und schauen nach, was er wiegt. Was für eine Masse, glauben Sie, hat der? Wie viel? 300 Gramm. Nein, in der Größenordnung sind sie, aber es ist zu wenig. Über ein Kilogramm. Ja? Also 1,2 oder sowas. Das ist doch was, nicht? Können Sie sich vorstellen, das ist ein Kilogewicht. Das ist in einem Kubikmeter Luft drin. Also sogar so nichts ist das gar nicht, nicht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie viel Kubikmeter da so oberhalb von uns in jeder solchen Luftsäule da drin ist, nicht, dann kommt schon was zusammen. Nicht? Und dadurch ist es ja eigentlich letztlich ein ganz schön ordentlicher Druck. Nicht? Diese ein Bar sind ja immerhin 10 der fünften Newton pro Quadratmeter. Also wir halten schon was aus, nicht? Aber wir sind dafür offensichtlich im Laufe der Zeit in der evolutionären Entwicklung so halt geworden und können das. Also schauen wir uns an, wie man sowas ausrechnen kann. Das geht, wie Sie gleich sehen werden, ganz analog, wie wir das für die Flüssigkeiten gemacht haben, aber der wichtige Unterschied ist eben, die Dichte ist nicht konstant. Während bei den Flüssigkeiten wegen der sehr geringen Kompressibilität von Flüssigkeiten ist also bei den Drücken, die da irgendwie nennenswert sind, gar keine Veränderung der Dichte zu verzeichnen. Während bei der Luft natürlich sehr wohl. Und deswegen müssen wir uns zuerst einmal anschauen, weil die Gase eben kompressibel sind. Wie können wir uns denn das ausrechnen? Und da muss ich jetzt vorgreifen. Eigentlich können wir das noch gar nicht machen, aber hier und da muss man etwas machen, was man da gar nicht kann. Und ein bisschen vorgreifen auf die Thermodynamik, die im Jänner drankommt. Und da wird also unter anderem sehr bald im Jänner in der Thermodynamik über die Zustandsgleichung von idealen Gasen gesprochen. Die Luft ist also in guter Näherung ein ideales Gas. Und da kann man also dann, da wollen wir jetzt darauf zurückgreifen. Der Aspekt, der für uns wichtig ist, ist, dass wenn die Temperatur konstant gehalten wird, und das gehen wir halt einmal davon aus, dass das eine konstante Temperatur ist, obwohl das natürlich nicht stimmt, weil wenn man sehr hoch hinauf geht, wird es auch köder. Außerdem geht dann die Schwerkraft ein bisschen zurück, wenn man sehr hoch aufsteigt, aber das macht wenig aus. Aber wir gehen also von konstanter Temperatur aus, damit das Ganze einfach ist. Und bei konstanter Temperatur gibt es das Boyle-Mariotte
Gesetz. Gesetz. Boil Mariottsches Gesetz. Ein sehr wichtiges Gesetz. Und über diese Dinge werden wir also im Jänner recht ausführlich sprechen. Woher man das weiß, wieso das so ist und was das für molekularkinetische Auswirkungen hat. Und das lautet ganz einfach: P mal V ist Konstanz, wenn die Temperatur T konstant ist. Naja, jetzt habe ich gar nicht erklärt, was man unter Temperatur versteht, das verschieben wir alles. Wir brauchen jetzt nur diesen Ausdruck, dass P mal V konstant ist. Das heißt, wenn man den Druck verdoppelt, wird das Volumen halb so groß. Na, das kann man sich ja vorstellen, nicht? An so einen Behälter schieben Sie an so einen Kolben hinein, wird das Volumen halb so groß, aber dafür ist der Druck doppelt so groß. Ich glaube, das kann man also durchaus akzeptieren, auch ohne, dass wir jetzt einmal Thermodynamik gemacht haben. Na, und das bedeutet also jetzt, wenn man davon ausgeht, dass in jedem Teilsystem, das wir da untersuchen, die Masse gleich bleibt, also dass einem die Masse des Gases nicht verloren geht, diese Masse ist gleich Rho mal V. Rho ist die Dichte pro Volumenseinheit mal dem Volumen. Also Rho ist die Masse pro Volumenseinheit mal dem Volumen ist die Masse. Nicht? Also diese Masse bleibt konstant. Dann folgt daraus, dass das Rho und das V so zusammenhängt, dass V proportional 1 durch Rho ist. Also wenn das Volumen halb so groß ist, wird die Dichte doppelt so groß. Das ist auch leicht zu akzeptieren. Und daraus kommt dann aber, wenn PV konstant ist und V proportional 1 zu Rho ist, dass damit also dann sich ergibt, dass P durch Rho eine Konstante ist. Und das wieder kann man so umschreiben, dass man sagt, als Folgerung, und so werden wir es jetzt benutzen, wenn an einer bestimmten Stelle, also zum Beispiel da herunten, wo wir sind, am Boden, das wird dann die Höhe 0 und nach oben wird die Höhe halt immer mehr. Nicht? Also an einer bestimmten Referenzstelle gibt es dann einen gewissen Referenzdruck und eine Referenzdichte. Man kann den Druck da messen mit einem Barometer und man kann die Dichte messen, da gibt es auch Methoden. Also jedenfalls hat man dann P und Rho an einer Referenzstelle und wenn das immer konstant ist, muss das P durch Rho also gleich sein diesem P0 durch Rho0 an einer Referenzstelle oder Referenzpunkt. Und da kann man ja eben den Boden hernehmen. Nicht? Oder aber, das heißt dann letzten Endes, und darauf wollen wir ja hinaus, wir wollen das Rho ausrechnen, aber das Rho, dieses nicht mehr konstante Rho, kriegen wir dann heraus als Rho 0 durch P 0 und dann mal dem Druck P. Nicht, wenn Sie da jetzt das P0 und Rho0 rübergehen, haben Sie das da stehen und dann P durch Rho haben Sie das da stehen, das ist dasselbe. Also mit dieser einfachen Beziehung, wobei das natürlich konstant ist, kann man sich die Dichte als Funktion des Druckes ausrechnen. Und das Ganze ist natürlich, ich schreibe es neu her, bei konstanter Temperatur. Jetzt sind wir gerüstet. Jetzt können wir dasselbe machen im Wesentlichen, was wir auch gestern gemacht haben bei den Flüssigkeiten. Wir betrachten jetzt entsprechend eine Gassäule.
das hört sich natürlich ein bisschen abstrus an, nicht? Eine Säule von Gas, das bleibt nicht so allein da stehen, sondern man betrachtet schon die ganze Atmosphäre, aber dann greift man halt so ein säulenförmiges Stück heraus und da schaut man sich dann an, was dort los ist. Aber rundherum gibt es natürlich auch das Gas, die könnte ja da nicht so freitragend stehen bleiben, so eine Gassäule. Naja, H sei die Höhe, die man in dieser Gassäule angibt und A die Querschnittsfläche. Naja, dann zeichnen wir uns halt so eine Gassäule auf. Jetzt ist nur der Unterschied eben, wir fangen unten an. Da ist das Bodenniveau und haben also da dann so eine H-Achse nach oben. Während gestern sind wir da so in die Tiefe gegangen, als Tiefseetaucher. Nicht? Jetzt steigen wir auf. Und da sei halt jetzt so eine Säule herausgegriffen und in einer gewissen Höhe betrachten wir da wieder so eine Salamischeibe von dieser Säule. Und die geht also da unten ist die Höhe 0 von H auf bis H plus DH. Das DH ist also die Dicke von diesem Säulenstück da hier. Da drinnen ist natürlich, so wie sonst überall in dem ganzen System, das Gas vorhanden. Die Querschnittsfläche schreibe ich da unten dazu. Das ist das A, die Querschnittsfläche von dieser Säule. Es wird hier an der Stelle ein Druck P sein. Und dann wird ein Stück höher der Druck P plus dP sein. Aber Sie werden damit rechnen können, dass dieses dP negativ sein wird. Na, wenn man wo was Negatives dazu zählt, dann wird es weniger. Aber das spielt uns ja keine Rolle. Mit Vorzeichen kann man ja jederzeit umgehen. Also es ist vernünftig, das möglichst einheitlich zu gestalten und handelt sich halt dann wo ein Minus ein. Na ja, das ist ja keine Affäre. Also, so schaut das aus und am Boden gäbe es also diesen Referenzdruck P. Das ist das, was wir da hier schon besprochen hatten. Referenzwerte von P0 und Rho0 da unten am Boden, wo man da halt so sitzt und schaut, wie die Situation ist. Naja, und dann hat also dieses Volumen eben einen Inhalt VdV. Und das ist natürlich die Querschnittsfläche mal diesem dH, Grundfläche mal Höhe von so einem Zylinder oder Quader oder wie Sie sich das vorstellen. Und damit haben wir da die Geometrie für diese Gassäule festgelegt. Das muss man, bevor man damit vernünftig arbeiten kann. Na und jetzt wollen wir uns natürlich wieder anschauen, wie ändert sich da der Druck. Wodurch endet er sich? Dadurch, dass dieses Stück von der Gassäule eine gewisse Masse und damit auch ein gewisses Gewicht hat. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass er gar so gar nichts ist, ja das nicht. Der Kubikmeter hat immerhin eine Masse von über einem Kilogramm da bei uns herunten. Also so, dass man darüber erst gar nicht reden braucht, ist es nicht. Also, wir werden natürlich auch von der Masse dieses Volumenstückes da sprechen. Diese Masse hat ein Gewicht und wenn man also da den Druck oberhalb und unterhalb dieser Masse anschaut, dann wird der Druck zunehmen aufgrund des zusätzlichen Gewichtes von diesem Stück, was da noch zusätzlich auf dieser Gassäule lastet. Also das können wir uns ja leicht ausrechnen. Gewicht dieses Volumenstückes, des Volumenselementes dV. Volumenselementes dV. Ja, das ist leicht auszurechnen. Das ist die Masse mal der Fallbeschleunigung. Nur die Masse ist
Roh mal TV, Dichte mal Volumen oder Roh mal, ja, schreiben wir es nur so auf. Roh mal TV und dann kommt da noch die Fallbeschleunigung dazu. Also Roh mal TV ist die Masse dieses Volumenselementes mal Fallbeschleunigung ist das Gewicht dieses Volumenselementes. Und damit ergibt sich eine Druckänderung eben aufgrund dieses Gewichtes. Und diese Druckänderung ist eben dieses dp, um dass der Druck da anders ist, ein Stück höher. Und das ist natürlich dann, jetzt kommt uns dieses Minus gleich zurück, das muss natürlich negativ sein, weil der Druck oben kleiner ist als unterhalb des Volumenselementes. Und das ist daher dann Rho GdV. Das ist also das Gewicht dividiert durch die Querschnittsfläche. Druck ist Kraft pro Fläche. Das Gewicht ist ja die Kraft, die auf dieses Volumenselement wirkt. Kraft pro Fläche ist dann diese Druckänderung. Und da steht also wieder da so ein dV durch A drinnen. Und dV durch A ist einfach dH. Also ist das auch gleich minus Rho GdH. Na, das schreiben wir gleich auf die nächste Seite hin, weil da können wir jetzt gleich damit operieren. Also damit haben wir hier unsere Geometrie ausgewertet und kennen das System. Also man hat damit erhalten, dass dieses dp, was da drinnen steht, gleich ist minus Rho GdH. Wenn Sie zurückblättern, so wie ich das jetzt mache, dann werden Sie sehen, das ist in genau gleicher Weise auch gestern dagestanden. Nur habe ich dann da dazu geschrieben, Rho mal G ist eine Konstante. Und dann kann man wunderbar integrieren und braucht sich um nichts scheren. Das können wir jetzt nicht machen, weil eben die Dichte abhängig ist vom Druck, entsprechend dieser Beziehung. Die Dichte ist eben jetzt keine Konstante mehr, sondern wir müssen sie jetzt entsprechend einsetzen. Eine druckabhängige Gasdichte. Also druckabhängige Dichte und wir erhalten das dp, setzen wir da einfach ein. Das ist dann nichts anderes als minus Rho 0 durch p 0 mal p minus statt des Rho, so wie es dort ist, schreiben wir jetzt Rho 0 durch p 0 mal p. Und dann bleibt natürlich stehen mal g mal dH. Und jetzt sehen Sie, es ist zwar keine Hexerei, aber immerhin, wir haben jetzt so eine richtige Differentialgleichung da stehen. Jetzt geht es nicht mehr so einfach geschwind integrieren. Weil jetzt steht da ein Druck, also ein Differential, und da steht noch einmal der Druck. Und der ist ja keine Konstante. Was tut man in so einem Fall? Vielleicht kennen Sie das schon, oder wir haben es vielleicht sogar schon irgendwann einmal jetzt durchgeführt, weiß ich nicht. In einem solchen Fall, bei einer so einfachen Differentialgleichung, hilft die Methode von der Trennung der Variablen. Das haben Sie sicher beim Kollegen De Lago schon gehört. Also, wir führen eine Trennung der Variablen durch. Wieso? Es gibt eine abhängige und eine unabhängige Variable. Die unabhängige ist die Höhe h, die abhängige ist der Druck p. Wir wollen wissen, wie p mit h zusammenhängt. Um das geht es ja bei den Ganzen. Jetzt steht aber da der Druck und da der Druck. Und da steht nochmal das dH. Trennung heißt, der Druck muss auf die andere Seite. Dass also die einen Variable ist alles auf der einen Seite und die anderen ist nur auf der anderen Seite. Und das geht natürlich nicht immer.
Aber bei so einer einfachen Differentialgleichung geht es und bei manchen anderen auch. Also schreiben wir dp durch p, bringen das p einfach rüber, ist dann minus rho 0 durch p 0, das p ist schon weg, mal g mal dh. Na, jetzt ist die Geschichte aber schon sympathischer. Weil das da hier ist jetzt wieder eine Konstante. Dieses Rho 0 und P 0, das ist ja unser Referenzpunkt da. G natürlich, ja, ist nicht so selbstverständlich. Das G, wenn man sehr hoch hinaufsteigt, ändert sich, aber genau genommen geht die Atmosphäre gar nicht so hoch rauf. Das, wenn Sie die Erde als Ganzes anschauen, dann ist es ein ganz kleiner Bereich. In Wirklichkeit ist das, wo wir da drinnen leben, so winzig. Es ist also geradezu erschütternd, mit wie wenig wir da auskommen. Nicht? Und da machen wir jetzt noch so viel Mist, dass dann möglicherweise das bisschen, was wir da haben, noch immer unbewohnbarer wird. Aber bis jetzt geht es also noch einigermaßen. Und mit einiger Vernunft wird es hoffentlich auch noch weitergehen. Ja, eine Frage. Haben Sie also das mit der Trennung der Variablen schon einmal gehört? Wer kennt das? Na, sehr gut. Aber wer kennt es nicht? Naja, also immerhin, jetzt kennen Sie es ja. Ich meine, vor 5 Minuten. Ne? Also, Sie werden sehen, das werden wir öfters brauchen. Also ganz gut, dass man das bei der Gelegenheit einmal so als ein Problemlösungskonzept sozusagen vorstellen. Nicht? Der Sinn von der Vorlesung soll nicht nur sein, Ihnen so ein paar Fakten zu bringen, sondern Ihnen auch, wie das so im Neudeutsch der Management-Berater ist, Ihnen Problemlösungskompetenz zu vermitteln. Nicht? Also so vermittle ich Ihnen Problemlösungskompetenz. Indem wir jetzt integrieren. Integral dp durch p. Und zwar schreiben wir da jetzt aber noch einen Strich dazu. Das ist jetzt eine Variable, über die integriert wird. Ja, und von wo bis wo? Na, von p0 bis p wollen wir integrieren. p0 bis p. Und warum schreibe ich da jetzt p'? Weil das p ist jetzt unsere obere Grenze bei der Integration. Und die Grenzen sollen bitte schön nicht identisch sein mit der Integrationsvariablen. Das ist ja nicht sinnvoll. Grenzen sind ja an sich bei so einem Integral was Festgelegtes und da wird darüber integriert. Deswegen, wenn man das also einigermaßen übersichtlich macht, muss man dann schon darauf achten, dass also die Integrationsvariable ein bisschen was anders ist. Na, dann holen wir uns einmal da die Konstante heraus, minus Rho 0 durch p0 mal g. Ne, und dann bleibt über ein Integral, wenn das von p0 bis p ist, geht es da von 0 bis h. Und da steht dann nichts anderes mehr drin als dh'. Naja, also ein bisschen anders schaut das jetzt schon aus, als das, was wir da gestern bei der Flüssigkeit gehabt haben. Weil da ist immerhin ein nicht triviales Integral. Das ist natürlich weiterhin trivial, nicht? Aber das nicht. Was ist denn Integral dp durch p? Was? Das wäre ln. Da kommt ein Logarithmus Naturalis herein. Nicht? Das ist das, wieso in der Physik die E-Funktionen so wichtig sind. Bei derartigen Gelegenheiten schleichen sie sich plötzlich ein. Und dann hat man damit zu tun. Nicht? Die Wichtigkeit der Exponentialfunktion. Also was kriegen wir da hier? Das ist ln von p minus ln von p0, f von b minus f von a, ln von p minus ln von p0 ist aber ln von p durch p0. Das ist ja die witzige Eigenschaft der Logarithmen, nicht? Dass man also ln a plus ln b ist gleich ln a mal b. Also, und in dem Fall hat man ln p minus ln p0 ist lnp durch p0. Und auf der anderen Seite steht also minus rho 0 durch p0 mal g. Und dann heißt das Integral von 0 bis h dh' ist h minus 0, ist einfach h. Na, damit haben wir doch schon was Schönes gewonnen.
denn jetzt machen wir da eine Exponentierung links und rechts. Und e hoch ln, das geht gerade gegenseitig weg, weil die Exponentialfunktion ist ja die Umkehrfunktion zum Logarithmus, naturalis, nicht? Also steht dann da, wenn man exponentiert, also e hoch, wie soll ich das? Naja, also Sie werden schon wissen. Steht dann p durch p0. Nein, ich schreibe da her, das E schaut so aus, als ob man damit multiplizieren tät. Wenn Sie sich das übermorgen anschauen, vielleicht denken Sie sich, was war das? Exp schreibe ich her. Das kann man sich dann vorstellen. Also steht dann P durch P0 ist gleich und auf der anderen Seite steht dann E hoch minus Rho0G H durch P0. Oder noch ein bisschen umgeschrieben, aber das mache ich jetzt nur einmal so langsam und genau. Es gibt dann mehrere ähnlich gelagerte Fälle, wo man das dann schneller hinschreiben kann. P0 auf die andere Seite, P ist gleich P0 mal E hoch minus Rho 0 GH durch P0. Und das ist die berühmte barometrische Höhenformel. Wie kommt man auf so einen Ausdruck? Naja, Barometer, mit dem misst man den Luftdruck. Nicht? Und wenn also Wanderer im Gebirge unterwegs sind und die wollen gern wissen, wie hoch sie jetzt schon aufgestiegen sind von ihrer letzten Schutzhütte, das ist durchaus gang und gäbe, da hat man so ein kleines Barometer bei sich, das in Höhen geeicht ist und dann stellt man halt bei der Hütte in der Früh die Höhe der Hütte ein als Referenz und dann steigt man irgendwie rauf und oben schaut man nach, der Druck ist ein bisschen weniger geworden, kann man dann aus der Kalibrierung nach dieser Formel die dann erreichte Höhe von dem Höhenmesser da ablesen, daher barometrische Höhenformel. Ja? Es sei denn, es kommt plötzlich ein Sturmtief und der Luftdruck geht aufgrund meteorologischer Gegebenheiten überall zurück, aber wenn das kommt, steigt man eh auf keinen Gipfel rauf. Nicht? Also man braucht eh ein einigermaßen stabiles Wetter. Also wie wird das ausschauen, dass man sich das auch konkret vorstellen kann mit dieser barometrischen Höhenformel, wenn man also beispielsweise den Druck gegen die Höhe so auftragt, dass man also da die Höhe auftragt und da den Druck in einer bestimmten Höhe und da unten ist also H gleich 0, das ist also der Ausgangspunkt am Boden, wo man sich eben befindet, dann ist hier dann der Druck P gleich P0, wir haben ja gesagt, am Referenzpunkt ist der Druck P0. Und wenn dann die Höhe zunimmt und man steigt auf, wegen dieses Minus da oben, geht das so exponentiell zurück und das geht da so hinauf. Also kein linearer Zusammenhang. Während gestern mit der Flüssigkeit, weil eben da die Dichte sehr weitgehend konstant ist, spart man sich diese Geschichte mit dem Logarithmus, braucht da gar keine Variablen trennen und hat lineare Zusammenhänge. Bei den Gasen geht das so nicht. Ich möchte hier nur erwähnen, das ist ein bisschen eine komische Auftragung, denn offenbar ist ja das H die unabhängige Variable und das P die abhängige und meistens ist auf der Abszisse die unabhängige aufgetragen und auf die Ordinate dann das, was davon abhängig ist. Das macht man meistens so, x und f von x. Nicht? Aber nachdem die Höhe was ist, was so in die Höhe geht, dann wird man die Höhe gern nach oben einzeichnen, damit man sich das irgendwie vorstellen kann, dass man da also wirklich die Erdoberfläche hat, obwohl das jetzt eine Druckachse ist, und da steigt man auf, und dann sieht man, wie der Druck zurückgeht, wenn man hinaufsteigt. Das sieht man dann schon aufgrund dessen kann man sich das gut vorstellen. Naja, und vielleicht sollte man noch
da jetzt insbesondere für die Atmosphäre entsprechende Zahlenwerte dazu angeben, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ein Druckabfall auf P0 halbe auf P0 halbe, den erreicht man in 5800 Meter Höhe. Also H gleich 5,8 Kilometer. Das ist noch gar nicht so unerreichbar. Also in Europa haben wir keinen Berg, der so hoch ist. Aber in Südamerika zum Beispiel gibt es sowas. Und naja, in Indien, in Zentralasien, da geht es noch viel höher. Nicht? Also das geht schon auf die Hälfte des Drucks dort zurück. Ja, das ist also schon was. Nicht? Da muss man sich schon gewöhnen. Da muss man also schon ein zäher Knochen sein, dass man das dann noch gut übersteht. Nicht? Naja, die da oben herumgängen, die sind auch Zache-Typen. Nicht? Das, und daher geht das. Nicht? Aber wenn man also auf P0 Viertel herunterkommen will, da muss man dann auf 11,5 Kilometer aufsteigen. Also einen Berg haben wir nicht mehr. Der höchste ist 8,8 oder 8,9 oder sowas Kilometer. Nicht? Naja, P0 Viertel, das ist auch schon wirklich brutal. Nicht? Da braucht man also dann schon Hilfsmittel. Oder man sitzt in einer Druckkammer. Nicht? Zum Beispiel immer, wenn sie irgendwo hinfliegen, sind sie in circa solchen Höhen. Nicht? Also das muss man sich einmal vorstellen, nicht? Muss man sich schon klar machen. Da sitzt man so bequem, lässt sich da irgendwas servieren, obwohl heute servieren sie eh fast nichts mehr in den Fluglinien, aber früher einmal haben sie ein bisschen mehr serviert, aber da sitzen sie also in so einer Druckkabine, schön warm ist, ruhig ist, und dann schauen sie weit da raus und denken sie, also draußen ist nur mehr ein Viertel des Atmosphärendrucks und dann hat es minus 60 Grad und stürmt mit 800 Kilometer pro Stunde. Wow, also würde ich niemandem empfehlen, dass er das ausprobieren soll. Das hält man nicht lange aus. Also das sind schon sehr harsche Bedingungen, die da außen herrschen. Und man muss also schon eine gewisse Anerkennung für die technischen Möglichkeiten sagen, die es da gibt, dass man das alles so schön wegstecken kann und dann da gemütlich drinnen sitzt. Aber genau nachdenken darf man nicht, nicht? Wenn da plötzlich wo ein Fenster aufgeht oder sowas. Aber scheinbar halten die Dinge recht gut, also fliegen sie ruhig weiter mit dem Flugzeug. Nicht? Aber ein gewisses Restrisiko gibt es bei allem, was man macht. Also, jetzt sind noch zwei Sachen dazu, die ich erwähnen möchte. Das eine ist, hängen miteinander zusammen. Warum ich Ihnen das so ausführlich zeige, ist nicht nur wegen diesen Barometern und wegen einem Flugzeug, sondern weil im Jänner dann bei der Thermodynamik ich daran anschließen werde, wenn wir die Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle in einem Gas besprechen werden. Die hat nämlich eine ähnliche Gestalt und das kann man also durch entsprechende Argumente miteinander in Beziehung setzen. Weil man nämlich, und jetzt komme ich zum zweiten Grund, warum ich das jetzt so besprochen habe, ein schönes Experiment durchführen kann, wo man diese barometrische Höhenformel schön anschaulich darstellen kann. Und dieses Experiment haben wir hier für Sie schon vorbereitet. Das ist so eine Glasröhre, wo da drinnen Glaskugeln liegen und da gibt's dann drunten am Boden eine Membrane, die man dann durch ein magnetisches Wechselfeld hier in Schwingungen versetzen kann. Wie das Geschichte ist jetzt uninteressant. Jedenfalls diese Membrane schwingt dann und macht dann Wirbel, weil das waren also neue, werden Sie sehen. Und dann werden also die Kugeln da drinnen natürlich zum Hupfen anfangen. Nicht? Und wenn man sich das anschaut, sieht man dann, dass unten sind viele Kugeln, dann werden weniger und ein paar so vorwitzige, die hupfen dann einmal ganz hinauf und sind dann wieder weg. Nicht? Also die verteilen sich in ihren Höhen und da können Sie schon absehen, wie man da dann auf die molekulare Interpretation kommt. Weil so ein Gas wie die Luft
sind ja im Wesentlichen lauter so Kugeln. Nicht? Und da sind die Kugeln kleiner und es sind viel mehr davon. Nicht? Aber im Prinzip ist die Sache ähnlich. Und auch da kann man im Prinzip davon ausgehen, dass also da eben durch einen ähnlichen Vorgang diese Moleküle da alle herumhupfen und dann so einen Verlauf in der Höhe mit dem Druck und mit der Dichte annehmen wie hier. Ein paar Moleküle haben gerade zufällig eine sehr hohe Energie und steigen hoch hinauf. Ein paar bleiben ganz unten und in der Mitte sind auch etliche. Und diese Verteilung der Höhen, wie hoch die Kugeln raufhupfen, das hat also das damit zu tun, wie groß die Verteilung der kinetischen Energie in dieser Kugel da unten sind. Ein Kugel, was da unten gerade eine sehr hohe kinetische Energie hat, das hupft auch höher hinauf. Das sind diese paar Vorwitzigen, die da manchmal ganz oben sind. Aber die meisten haben halt gerade nicht so viel, die haben weniger. Ja, so wie das Verteilen der Vermögen über die Bevölkerung. Nicht? Da gibt es ein paar so ganz Reiche und dann gibt es ein paar, die haben gar nichts. Und naja, also so ist es also hier auch zu sehen. Jedenfalls, dieses Experiment soll Ihnen einerseits einfach ein Modellexperiment für die barometrische Höhenformel darstellen, aber andererseits auch den Anschluss an die Gaskinetik bieten. Und je nach Zeit, die zur Verfügung steht, werden wir das dann möglicherweise in der Thermodynamik noch einmal herstellen und das bei der Gelegenheit noch einmal etwas detaillierter besprechen, weil das also ein sehr netter Ausgangspunkt für die Erklärung der Boltzmannschen Geschwindigkeitsverteilung darstellt. Aber jetzt bitte, Herr Litschauer, wenn wir das nur in Gang setzen, dass Sie sich einmal anschauen können, wie das ausschaut. Ich habe das jetzt alles vorher erzählt, weil das macht so einen Wirbel, dass man dann nicht mehr das überschreien kann. Na, schauen Sie, da sehen Sie ein paar, die machen sich mal ganz hinauf. Sieht man das? Naja. Ach so. So. Na, ein bisschen besser sieht man schon. Haben Sie das alle gesehen? Recht. Dankeschön. Okay. Also ich glaube, Sie spüren schon, dass das also was mit der Geschwindigkeitsverteilung von diesen Kugeln da zu tun hat, dass manche höher und manche weniger. Und da haben wir aber damit gar nichts am Hut gehabt. Da haben wir ja nur mit so makroskopischen Größen wie Dichte und Druck gearbeitet. Aber der Hase im Pfeffer sitzt schon hier, weil dieses P mal V Konstanz, da steckt schon, wenn man es dann genauer macht in der Thermodynamik, die Molekularkinetik drin. Und aus solchen Überlegungen kommt man dann auch auf den Temperaturbegriff. Also stay tuned, this will be in January. Okay, also das zur barometrischen Höhenformel. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist das Phänomen des Auftriebs. Auftrieb in Fluiden. Also wir sind immer noch bei der Statik, noch fließt nichts, ja? Sondern alles, die Atmosphäre ist ja in Ruhe, wird nur nach oben immer weniger, nicht? Aber es bewegt sich noch nichts, wir sind bei der Statik. Übrigens, etwas habe ich noch vergessen zu sagen, bei der Flüssigkeit hört es nach oben einfach auf, nicht? So wie ein See eine Oberfläche hat. Die Atmosphäre hört nicht auf nach oben, die wird einfach immer dünner, so ähnlich wie hier. Und dementsprechend können Sie nicht erwarten, wenn Sie von außen draufstehen, das ist dann das Ende des Gassees sozusagen, sondern das hat also einen kontinuierlichen Übergang, solange bis halt irgendwann einmal nichts mehr zu bemerken ist. Das ist dann eine Frage halt, wie empfindlich die Messgeräte sind, wie weit man dann noch die Moleküle detektieren kann oder nicht. Deswegen ist es auch nicht
sinnvoll zu fragen, also wie hoch ist denn die Atmosphäre jetzt? Man kann nur fragen, in welcher Höhe geht der Druck und wie viel zurück? Und jenseits eines gewissen Druckes, wenn es dann schon so sehr klar wird, merkt man es nicht mehr. Na, dann ist sie dort nicht mehr. Aber das ist eine Frage dessen, wie gut man das detektieren kann. Also die Gase unter der Schwerkraft haben keine definierte obere Grenze. Und jetzt sprechen wir also über den Auftrieb in Flüssigkeiten oder in Gasen, der auch in mancher Beziehung von Bedeutung ist. Und es zeigt sich, dass man diesen Auftrieb sehr gut begründen kann. Und zwar mit Hilfe des archimedischen Prinzips. Und das möchte ich kurz erläutern. Betrachten wir hier der Einfachheit halber eine Flüssigkeit, weil oft ist der Auftrieb in Flüssigkeiten betrachtet, da gibt er mehr aus sozusagen, werde gleich erklären warum. Aber es gibt ihn auch in Gasen, sonst gäbe es ja keine Ballons, die aufsteigen können. Nicht? Das ist ja auch ein Auftrieb letzten Endes. Oder die seinerzeitigen Luftschiffe da à la Hindenburg, das war ja eine sehr gescheite Idee. Nur mit Wasserstoff ist das halt sehr gefährlich gewesen, wie sich dann herausgestellt hat. Deswegen hat man halt das dann nicht weiterverfolgt. Also, das archimedische Prinzip beruht auf Folgendem. Wenn Sie da eine Flüssigkeit haben, meinetwegen Wasser, das also da die da eingefüllt ist in diesem Behälter, dann ist die, wenn man sonst nichts weiter tut, im Gleichgewicht. Also steht da ruhig unter dem Einfluss der Schwerkraft. Wenn man da jetzt ein spezielles Volumen betrachtet von Flüssigkeit, dann ist es wegen des Gleichgewichts also so, dass das Gewicht, das dieses Volumen an Flüssigkeit hat, dass das gerade von den umgebenden Flüssigkeitsoberflächen ja kompensiert werden muss. Sonst würde dieses Flüssigkeitsvolumen ja absinken. Das tut es aber nicht, weil wir befinden uns ja im Gleichgewicht. Das heißt aber, wenn man sich jetzt denkt, ein Gedankenexperiment, man entnimmt dieses Volumen da und ersetzt es also durch einen anderen Körper, ja, der rundherum befindlichen Flüssigkeit ist es egal. Die hat nach wie vor die gleichen Wirkungen, die Drücke, die da überall wirken auf dieses Volumen. Und wird also in Summe wieder die gleiche Auftriebskraft liefern wie vorher. Jetzt kommt es drauf an. Wenn der Körper, der da hineinkommt, ein größeres Gewicht hat, dann geht er unter. Wenn er ein kleineres Gewicht hat, steigt er auf. Wenn er das gleiche Gewicht hat und damit, weil er ja auch die gleiche Volumen hat, auch die gleiche Dichte, dann schwebt er dort. So wie vorher schon die Flüssigkeit. Das heißt, die einfache Konsequenz daraus, und das ist also dem Archimedes schon sehr frühzeitig aufgefallen, dass eben die Auftriebskraft, die auf einen Körper, der in ein Fluid eingetaucht wird, wirkt, ist einfach und ergreifend nichts anderes als das Gewicht der verdrängten Fluidmenge. Also ganz knapp gesagt, Auftrieb ist gleich Gewicht der verdrängten, oder sagen wir so, des verdrängten Fluids. Aber meistens handelt es sich um Flüssigkeiten. Wobei Gewicht wohlgemerkt natürlich ja sehr wohl von Masse zu unterscheiden ist. Das müssen wir ja sowieso immer machen. Jetzt ist es wieder wichtig. Gewicht ist eine Kraft. Die Kraft, mit der eine Masse im Gravitationsfeld der Erde zu Boden gezogen wird. Und der Auftrieb, der also auf einen solchen Körper wirkt,
der sich da eingetaucht befindet in eine Flüssigkeit oder Fluid, ist einfach gleich dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Wenn Sie die Flüssigkeit selber da drinnen haben, hat diese Flüssigkeit eben gegen dieses Gewicht und ist ja auch im Gleichgewicht mit der Umgebung. Verständlich? Leicht zu erklären, finde ich. Und auf die Art und Weise kann man also die Auftriebskräfte berechnen. Da brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Also die Eisberge sind da ein wichtiges Beispiel. Eis hat ja die merkwürdige Eigenschaft, also sagen wir so, Wasser, H2O, hat die merkwürdige Eigenschaft, dass wenn es friert, dann wird die Dichte geringer als im flüssigen Zustand. Das ist bei den meisten anderen Substanzen nicht so. Wenn die erstarren, dann ist der feste Körper dichter, als die Flüssigkeit war. Das kann man sich gut vorstellen, aber beim Wasser ist es glücklicherweise anders. Ich sage glücklicherweise, denn wenn das nicht so wäre, wären wahrscheinlich die Weltmeere vom Grund her zugefroren. Weil alle, wenn oben was friert, sinkt es gleich ab. Aber gut für die Fische und damit auch gut für uns, das bleibt oben, das Eis, und sinkt nicht ab. Und dadurch können die ganzen Viecher existieren, auch wenn oben also das Meer zufriert. Und das ist natürlich schon ein gewisser Gesichtspunkt. Es würde uns möglicherweise ohne diese eigenartige Anomalie des Wassers gar nicht geben. Weil davon sind wir doch in wesentlicher Weise abhängig. Also es gibt schon hübsch ein paar Zufälligkeiten, von denen unsere Existenz abhängig ist. Und manche Leute sagen, das ist gar kein Zufall. Aber auf dieses Terrain möchte ich mich jetzt nicht begeben. Das ist eine sehr interessante, aber sehr komplizierte Fragestellung. Das führt dann sofort zu Paralleluniversen, wo das dann zufällig anders ist und das gibt es uns dann nicht. Und nur da lassen wir das. Aber keine uninteressanten Sachen. Also damit haben wir den Auftrieb besprochen. Und man könnte auch noch dazu sagen, dass natürlich der Archimedes, soweit ich es weiß, gute Gründe gehabt hat, das zu untersuchen, weil damals, glaube ich, der damalige Herrscher, der da in der Gegend, da in Süditalien, gerade am Ruder war, der wollte nachschauen, ob seine neue goldene Krone, die er sich da machen hat lassen, wirklich aus purem Gold ist, nicht? Und die Kronen sind aber sehr kompliziert mit allen möglichen Verzierungen. Wer kann da draufkommen, wie groß das Volumen ist? Und da ist der Archimedes auf die schlaue Idee gekommen, nicht? Dass er die Krone einfach da ins Wasser gibt und nachschaut, wie das mit dem Auftrieb ist. Und dann kannte man natürlich die Dichte von Gold und die Dichte von Silber. Und sie haben ihm schon gehabt, den Goldschmied. Der hat also wirklich ein bisschen Silber dazu gemischt. Und das hat ihm, glaube ich, damals nicht gut getan, nach dem, was ich weiß. Nicht? Also, ja, die Physik ist manchmal gefährlich, nicht? Weil sie halt die Dinge ans Licht bringt. Nicht? Naja, also schön. Eine weitere Eigenschaft von Fluiden und diesmal konkret von Flüssigkeiten möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, und zwar die Oberflächenspannung. Von Flüssigkeiten. Jetzt dezidiert Flüssigkeiten und nicht Gasen, weil die haben ja keine Oberfläche. Das war es ja eben, die hören oben irgendwie auf, so wie die Kugeln da. Nicht? Während Flüssigkeiten haben eine Oberfläche. Und da gibt es eine Oberflächenspannung und diejenigen unter Ihnen, und das werden wahrscheinlich viele sein, die in den Methoden experimentieren, die sind ja damit schon beschäftigt, so eine Oberflächenspannung zu messen. Also wenn das heute oder morgen der Fall sein sollte, können Sie sich jetzt schon denken, so jetzt haben wir also was, was wir schon in der Vorlesung gehabt haben, aber macht ja nichts. Also, was kann man sich darunter vorstellen? Da schauen wir uns wieder einen Behälter mit Flüssigkeit an und jetzt wollen wir uns das aber mehr molekular anschauen. Die besteht also aus lauter Molekülen, diese Flüssigkeit. Das sind da so groß gezeichnet. Die werden nicht alle so regelmäßig da sein, aber in unserem Modell schauen die halt so aus. Nicht? Und diese Moleküle, die haben einen Zusammenhalt.
Weil sonst würde ja die Flüssigkeit zerfallen. Es gibt Kohäsionskräfte zwischen den Molekülen. Also insbesondere nehmen Sie ein Molekül da im Innenraum her. Das hat zu allen seinen Nachbarn so anziehende Wechselwirkungskräfte, die sich dann im Gleichgewicht alle zu Null kompensieren. Daher fühlt sich das Molekül dort wohl und bleibt dort. Das ist die Kohäsion, die die Flüssigkeit eben zusammenhält. Aber irgendwo muss es halt dann aus sein. Und wenn man also so ein Oberflächenmolekül betrachtet, das hat nur mehr auf eine Seite so Wechselwirkungskräfte, aber nicht nach oben. Das heißt, da gibt es eine resultierende Kraft, die nach innen zeigt. Ich sage jetzt wohl, verstanden nach innen. Das hängt jetzt überhaupt nicht mit der Gravitation zusammen. Das ist eine Kraft, die sich aufgrund der Kohäsion zwischen den einzelnen Flüssigkeitsmolekülen ergibt. Es sind letztlich elektromagnetische Kräfte, die dazu führen, dass es da so Wechselwirkungen zwischen den Molekülen gibt. Die ganzen Bindungskräfte, das ist alles Elektrodynamik. Nur im nuklearen Bereich kommen dann wichtige andere Kräfte. Aber innerhalb des molekularen Bereichs und der molekularen Wechselwirkung sind es lauter elektromagnetische Wechselwirkungen. Ja, so weit, so gut. Das hilft aber dem Molekül nichts, weil es kann ja nicht runter, weil da müsste ja anderes wieder rauf. Also das bleibt dann schon so bestehen. Aber, das ist jetzt wichtig, es kann ja sein, durch irgendeinen Vorgang, dass man also zum Beispiel dieses System etwas erweitert und diese Oberfläche vergrößert, indem man vielleicht also da diesen Behälter ein bisschen größer macht, da sinkt dann die Flüssigkeit ein bisschen ab, aber vor allem sie kriegt eine größere Oberfläche. Und wenn man eine größere Oberfläche betrachtet, ja dann müssen ein paar zusätzliche Moleküle von innen heraus, es hilft ja nichts. Die müssen dann an die Oberfläche gelangen. Und um das zu ermöglichen, muss also eine Arbeit verrichtet werden gegen diese nach innen gerichtete Kohäsionskraft. Diese Arbeit, die ist jetzt charakteristisch für diese jeweilige Flüssigkeit. Und man kann sich also leicht überlegen, wenn man um eine gewisse Fläche Delta F das eben erweitert diese Oberfläche, dass dann ein gewisser Arbeitsaufwand Delta W zu verrichten ist. Und klar, je größer das Delta F ist, desto mehr so Moleküle müssen an die Oberfläche, desto mehr wird da das Delta W dann ausgeben. Das heißt, man kann davon ausgehen, das ist proportional und der Proportionalitätsfaktor ist die Oberflächenspannung. Daran sieht man auch gleich, was diese Oberflächenspannung für eine Einheit haben muss. Die Dimension der Oberflächenspannung, das ist hier die Arbeit in Joule oder Newtonmeter. Also Newtonmeter pro Fläche Quadratmeter. Und da kann man natürlich auch durch einen Meter da kürzen und es bleibt Newton pro Meter über. Da hat man jetzt eigentlich keine andere Bezeichnung dafür, so wie ein Tens oder zwei Tens, das sagt man nicht. Es ist Newton pro Meter. Und Newton pro Meter, so groß sind üblicherweise die Oberflächenspannungen nicht, sondern man hat also typischerweise Oberflächenspannungen in der Größenordnung Millinewton pro Meter. Und Wasser spielt schon wieder eine besondere Rolle, das hat eine besonders große Oberflächenspannung. Ein paar von Ihnen hat es ja schon gemessen. Nicht? Das ist so bei 70 Millinewton pro Meter. Während Alkohol hat nur 20 oder 30 und so. Na, diese hohe Oberflächenspannung ist auch in verschiedener Weise wichtig.
zum Beispiel für die Wasserläufer, nicht? Die täten alle untergehen, wenn das also nicht das Wasser nicht so eine hohe Oberflächenspannung hätte. Aber noch viel wichtiger werden wir gleich darüber sprechen, dafür, dass es in den Bäumen hochsteigen kann, nicht? Dass die schön mit Flüssigkeit versorgt werden, obwohl da gar keine Pumpe vorhanden ist. Es ist ja unerhört gescheit, wie das alles funktioniert. Jetzt kommt da heraus Newton pro Meter. Was soll denn das bedeuten? Das schaut ja eher nach einer Kraft pro Länge aus. Was soll darunter zu verstehen sein? Das kann man interpretieren, indem wir uns ein kleines Modellexperiment machen, das wir dann auch gleich in der Praxis vorführen werden. Aber jetzt machen wir es einmal als Modellexperiment. Kraftmessung an einer Lamelle. Eine Lamelle, das heißt, es ist auch wie eine Libelle, aber das ist, was gemeint ist, das ist so eine Art Seifenblase. Also so eine ganz dünne Flüssigkeitsschicht, die eigentlich fast eh nur mehr aus lauter Oberfläche besteht. So was, aus was man dann Seifenblasen macht, wenn man da so dann durchbläst, nicht zuerst als eine kleine Lamelle, dann bläst man durch, dann ist Seife. Kennt jeder. Also so eine Lamelle betrachten wir auf einem rechteckigen Drahtbügel. Das ist der Drahtbügel, über den liegt dann da an einer gewissen Stelle ein kleiner Stab und dazwischen drin ist diese Lamelle. Können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Und den Stab kann man verschieben. Na, die Lamelle möchte an sich so klein wie möglich sein. Weil je kleiner sie ist und je kleiner also ihre Oberfläche wird, desto weniger so luxuriöse Oberflächenmoleküle müssen da sein mit ihrer Oberflächenenergie. So wie immer versucht natürlich ein Gleichgewicht sich mit der minimalen Energie einzustellen. Also das ist eine Minimalfläche. Wenn man aber nicht anders kann, weil da dieser Stab ist, na was wird die Lamelle dann tun? Sie wird einfach eben sein. Das ist die kleinste Fläche, die geht. Und natürlich, man darf nicht vergessen, sie hat, obwohl sie dünn ist, doch eine Oberseite und eine Unterseite, diese Lamelle. Also ganz schön viel Fläche bei ganz schön wenig Volumen. Und jetzt kann man diesen Stab auch verschieben. Man kann also da eine Kraft aufwenden und den Stab so ein Stück herausschieben zum Beispiel. Da bleibt der Lamelle, so sie nicht reißt in der Zwischenzeit, aber wenn man entsprechende Substanzen, so eine Seifenlösung nimmt, nicht, da bleibt das dann schon eine Zeit lang erhalten, kann die Lamelle nichts anderes machen, als sich mit ausweiten. Na, das bedeutet aber, dass die Fläche größer wird, dann ist genau das, was wir da besprochen haben, müssen zusätzliche Moleküle heraus und das bedeutet, es wird Arbeit geleistet. Na, wer verrichtet die Arbeit? Na, der da anzieht, nicht? Den Kraft mal überstrichene Wegstrecke in der gleichen Richtung ist dann die verrichtete Arbeit. Also das kann man sich sehr leicht ausrechnen. Und das wollen wir jetzt auch gleich machen. Einerseits kann man also diese aufgewendete Arbeit, die aufgewendete Arbeit, ausrechnen als Delta W, einfach gleich F mal diesen Abstand, den wir da mit Delta S bezeichnen wollen. Während das Ganze ist S und das wollen wir da vielleicht mit L bezeichnen. Also Delta W ist F, der Betrag der Kraft, mal Delta S. Na, da ist nicht viel dazu zu sagen, das ist klar. F ist die Kraft, die man gerade braucht, um diese
Kraft, mit der das da nach innen gezogen wird, zu kompensieren und dann wandert das nach außen. Ja? Aber andererseits kann man also die Vergrößerung der Oberfläche betrachten, die dabei entsteht. Der Oberfläche dieser Lamelle, das ist ein Delta A. Ja, da habe ich Delta F geschrieben, das war jetzt nicht systematisch. Nein, gehört eh Delta A, ja, entschuldigen Sie. Naja, manchmal verfalle ich in die deutsche Schreibweise mit F wie Fläche und dann wieder A wie Area. Aber ich bemühe mich ja möglichst einheitlich zu sein. Das soll natürlich da Delta A heißen. A für Area. F ist Force und das ist eine Kraft, dass also da keine Verwirrung entsteht. Die Vergrößerung der Oberfläche dieses Delta A, wie groß ist die? Naja, das ist gerade dieses Stück, was da dazukommt, L mal Delta S, aber dann gibt es eine Oberfläche und eine Unterseite. Also zweimal L mal Delta S. Nun, jetzt können wir aufgrund der Definition der Oberflächenspannung, das Delta W noch einmal ausrechnen. Das Delta W ergibt sich damit zu Sigma mal Delta A, also 2 Sigma mal L mal Delta S. Na und jetzt sehen Sie, die Sache ist ja so, wir greifen da mit diesem Stab und mit dieser Kraft hier längs einer Grenzlinie dieser Flüssigkeitsoberfläche an. Und das hat eine obere Grenzlinie und eine untere Grenzlinie. Also die gesamte Länge, an der hier angegriffen wird, ist 2L. Und so kriegt man dann heraus, dass wir also haben, ich schreibe es nochmal auf, Delta W ist 2L mal Sigma mal Delta S. Und wenn man das jetzt da vergleicht, dann sehen Sie, das ist ja dieselbe Arbeit letzten Endes, dass man sich dann sofort die entsprechende Kraft ausrechnen kann. Durch Gleichsetzen, also da sagen wir, ist gleich, haben wir F mal Delta S ist gleich 2L Sigma mal Delta S, oder Sie sehen, F ist gleich 2L mal Sigma. Und daraus sehen Sie andererseits, Sigma ist gleich F durch 2L. Und das 2L ist aber gerade die Grenzlinie der Flüssigkeit, oben ein L und unten ein L, die da auseinandergezogen wird. Und aufgrund dessen jetzt sehen Sie, dass diese Oberflächenspannung auch konkret als Kraft pro Länge der Grenzlinie der Oberfläche aufgefasst werden kann. Und das ist dieses Newton pro Meter. Also wie viel Newton ich anwenden muss, um eine gewisse Länge der Oberfläche auseinanderzuziehen. Hier sieht man das am genauesten, den Grund, warum man hier von einer Oberflächenspannung spricht. Und das kann man sich also auch anschauen. Und wenn wir schauen, so Oberflächen sind so heikle Dinge, wie man das hier also realisieren kann. Sie sehen hier, da ist der Drahtbügel und da ist ein Stab, der also da so entlang laufen kann. Ein Glasstab, ich glaube, das kann man recht deutlich sehen. Und wenn er das macht, was er will, kommt er von allein herunter. Und wenn wir das jetzt eintauchen in eine Seifenlösung, und damit also eine Seifen- oder Flüssigkeitslamelle hier aufbringen, dann werden Sie sehen, wenn man dem nur so einen kleinen Teiter gibt, dass der hinaufläuft. Das würde er sonst nicht tun. Also jetzt liegt er da so da. Und wenn ich jetzt diese Seifenlamelle wieder zerreiße, ja, glaubt man. Zu gute Seifenlamelle. Ja, gibt's ja sowas. Ja.
Der Teufel hat die Oberflächen erzeugt. Ja, sehen Sie, gepasst. Jetzt ist sie zerrissen und das ist sofort wieder hinuntergelaufen. Also Sie sehen daran, machen wir es nochmal. Jetzt ist es wieder schön runtergelaufen und die Seifenlamelle, na bitte, zweites Mal gleich viel besser. Läuft schön bis hinauf. Jetzt ist natürlich mein Finger schon ganz seifig, jetzt geht das schon gar nicht mehr. Zu gut angerührt, die Lamelle. Ha, so. Jetzt hat es aber wirklich gut funktioniert. Okay. Sehr schöne Kameraeinstellung. Also das ist genau der Versuch. Und es ist auch wichtig zu sagen, wenn das also da so auseinandergezogen wird, das ist nicht wie eine Gummimembran, dass dann die Kraft immer größer wird. Die bleibt immer gleich. Diese Kraft F ist 2L mal Sigma. Es geht nur um die Länge des Stabes. Aber wenn Sie das auseinanderziehen, wird höchstens die Flüssigkeitslamelle ein bisschen dünner. Aber die Kraft bleibt gleich. Nicht wie bei einer Gummimembran. Wenn Sie das auseinanderziehen, geht es immer schwerer und schwerer. Das bleibt gleich. Na gut. Und wenn die Membran aber weg ist, dann ist die Kraft natürlich auch weg. Na ja gut. Jetzt kann man diese Oberflächenspannung auch dazu benutzen, zu erklären, warum Flüssigkeiten in engen Röhren und engen Kanälen aufsteigen. Eine der ganz wichtigen Eigenschaften und Anwendungen der Oberflächenspannung, die sogenannte Kapillarität. Unter Kapillare versteht man eine enge Röhre, also wirklich nur ein paar Zehntel Millimeter oder so. Die Glasbläser haben da so ihre Verfahren, wie man das macht. Da nimmt man schon ein dünnes Röhrl, dann macht man es heiß, dann zieht man es noch auseinander und dann kriegt man ganz dünne Kanäle. Und in solchen dünnen Röhren, wie man vielleicht gleich, machen wir das jetzt gleich vorweg, sehen kann, steigt eine Flüssigkeit auf. Da haben wir so eine Anordnung mit einer dicken Röhre und dann schrittweise immer feineren Röhren. Also die linkeste, die hat sicher nur mehr ein Viertel Millimeter oder sowas. Und Sie können, glaube ich, schon deutlich, das wird nicht dunkler. Warum wird das nicht dunkler? Ich habe schon auf dunkel gedrückt. Ja, so, ein paar Mal. Jetzt sieht man es aber ganz schön da, ja. Dass also da die Flüssigkeit in der feinsten Kapillare deutlich höher aufsteigt. Also gestern haben Sie bei den kommunizierenden Gefäßen mit eher dicken Rohren gesehen, dass das im Wesentlichen von kleinen Ungenauigkeiten immer gleich hoch ist. Aber wenn der Rohrdurchmesser kleiner wird, dann steigt die Flüssigkeit aufgrund der Kapillarität auf. Und diese Kapillarität hat also was mit der Oberflächenspannung zu tun. Und was, das möchte ich Ihnen noch ganz kurz erklären, bevor wir dann heute mit der Hydrostatik aufhören. Das ist eh ganz gut, jetzt ist auch die Woche vorbei und nächste Woche Montag fangen wir also dann mit der Dynamik an, dann wird es dynamisch. Also noch einmal zeichne ich Ihnen da so ein Gefäß auf mit einer engen Kapillare. Und da geht man jetzt davon aus, und das führt also in das recht weite und nicht ganz einfache Gebiet der Oberflächenphysik. Man geht davon aus, dass die betrachteten Oberflächen hier von der jeweiligen Flüssigkeit benetzt werden. Das heißt, wenn man die Oberfläche eintaucht und wieder rausholt, dann bleibt eine dünne Schicht, und wenn es nur monomolekular ist, von den Flüssigkeitsmolekülen aufgrund von Oberflächenkräften, das sind so van der Waals Wechselwirkungskräfte, die letztlich wieder elektrodynamische Kräfte sind, haften. Es gibt aber auch nicht netzbare Systeme. Zum Beispiel, wenn Sie ein Fett hernehmen, da
Da perlt das Wasser ab, das will dort nicht benetzen. Teflon, genau das verwendet man auch, damit man nicht das Ding, das alles wieder leichter rausbringt. Nicht dafür muss man aufpassen, dass man es nicht zerkratzt. Also jedenfalls, es gibt netzbare und nicht netzbare und auch mehr oder weniger netzbare Oberflächen. Das beschreibt man durch das Phänomen des Kontaktwinkels. Der Kontaktwinkel 0 bedeutet, dass ein Flüssigkeitstropfen sich ganz flach ausbreitet, wenn man ihn auf eine solche Oberfläche aufbringt. Dagegen, wenn es einen größeren Kontaktwinkel hat, es geben einen Tropfen drauf, dann schaut es so aus. Und Sie haben hier einen endlichen Kontaktwinkel. Und wenn es überhaupt nicht netzbar ist, so wie zum Beispiel Quecksilber auf irgendeiner Oberfläche, dann steht das Tröpferl da so drauf und will sich nicht benetzen mit der Oberfläche. Das sind Fragen der Energie, der Grenzflächenenergie zwischen der Flüssigkeit und dem drunterliegenden Substrat. Das sind also substanzabhängige Eigenschaften. Da ist dann der Kontaktwinkel 180 Grad, die will überhaupt nicht. Naja, meistens ist man irgendwie zwischendrin, aber viele Oberflächen sind recht gut benetzbar. Und wir nehmen hier vollständige Benetzbarkeit an. Dann ist es so, dass diese Kapillare von vornherein schon einmal mit dieser Flüssigkeit benetzt wurde. Die Innenflächen dieser Kapillare tragen also schon eine dünne, vielleicht nur monomolekulare Schicht der Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit will die freie Oberfläche so klein wie möglich halten, damit nicht so viele Oberflächenluxusmoleküle da vorhanden sind. Die sollen ja möglichst alle nach innen, damit es energetisch gut geht. Und das bedeutet jetzt, dass sich da drinnen eine Erhöhung des Wasser- oder Flüssigkeitsspiegels ergibt, weil dann bleibt nur mehr weniger freie Oberfläche über, die da zwar auch schon benetzt ist, aber eben auch eine Flüssigkeitsoberfläche ist. Je weiter das steigt, desto besser wird das da. Jetzt werden Sie sagen, warum steigt es dann nicht bis ganz auf? Ja, ganz einfach, weil es braucht ja auch eine Arbeit gegen die Schwerkraft, so hoch aufzusteigen. Und das steigt gerade so hoch, dass es sich optimal ausgeht. Das ist also, wenn es noch höher steigen würde, dann hätte es zu viel in die Hebungsarbeit investiert für die Flüssigkeit. Wenn es weniger weit aufsteigt, dann wäre es noch besser gewesen, es steigt ein bisschen höher. Mit einer solchen Argumentation, relativ einfach, ich glaube, das haben wir auch in unserem Buch erläutert, wenn Sie wollen, schauen Sie dort noch, kommt man also auf eine gewisse Steighöhe, H, um die die Flüssigkeit da aufsteigt. Und diese Steighöhe H kann man sich ausrechnen, natürlich mit Hilfe der Oberflächenspannung. Und es kommt heraus 2 Sigma durch R Rho G. Na, G ist die Fallbeschleunigung, die muss drin sein, weil es geht ja ums Gewicht, was da gehoben wird. Rho muss drinnen sein, denn je dichter die Flüssigkeit ist, desto mehr Hebungsarbeit muss verrichtet werden, bis das ins Gleichgewicht kommt. R ist der Radius der Kapillare. Naja, davon hängt es ja ab, wie viel freie Fläche der Flüssigkeit zur Verfügung steht. Und Sigma ist die Oberflächenspannung. Also für vollständige Netzbarkeit gibt es diesen einfachen Zusammenhang. Und wichtig ist, dass R steht im Nenner. Und das bedeutet, je dünner die Kapillare innen wird, desto höher steigt die Flüssigkeit. Genau das sehen Sie an diesem Experiment. Und das gibt einerseits die Möglichkeit, wenn man weiß, dass vollständige Netzbarkeit herrscht, dass man aus der Steighöhe bei bekanntem Kapillarradius oder Durchmesser
die Oberflächenspannung ermitteln kann, eine der Methoden, oder aber noch wichtiger, dieses Phänomen ist dafür verantwortlich, dass in den Bäumen, wo also die Struktur so ist, dass da sehr viele feine Kanäle hinauflaufen, die Flüssigkeit aus dem Boden aufsteigt. Sonst wären die alle trocken, bitte. Was meinen Sie? Vollständig benetzbar. Die Frage war nach dem Material. Also einerseits kommt es darauf an, es muss vollständig netzbar sein und die Materialeigenschaft der Flüssigkeit steckt in dem Sigma drinnen. Nicht Flüssigkeit mit höherem Sigma steigen auch höher. Nun glücklicherweise, das Wasser ist also schon eine Traumsubstanz. Nicht nur, dass es also diese Inversion hat, dass also diese Anomalie, dass es beim Frieren auf einmal ein größeres Volumen kriegt und daher nicht alles zufriert, das ist ja schon Glück. Aber dann hat es noch die hohe Oberflächenspannung, sonst hätten die Bäume ihr Wasser nicht oben kriegen bei den Blättern. Also es ist schon beachtlich, was alles stimmen muss, damit wir da so gemütlich leben können. Nicht? Also es ist schon ganz gut, wenn man sich das auch manchmal klar macht. Damit wäre es das für diese Woche und nächsten Montag geht es dynamisch in die Hydrodynamik hinein. Danke.